Ja, lieber Eberhard, vielen Dank für diese einführenden Worte. Der Bogen, den Eva zu mir schlagen wollte, war mir erst nicht so ganz klar, weil ich ja heute nicht über Kompression spreche. Aber es gibt in der Tat zwei Verbindungen zum Ende deines Vortrags, Eva. Einmal die Sache mit dem störrischen Ochsen und der Evidenz. Das ist nämlich bei uns auch so ein bisschen das Problem. Die Evidenz kommt sehr langsam, aber ich freue mich, dass ich jetzt also heute in dem Vortrag immerhin ein bisschen was zu jüngeren Papers und damit Evidenz in Ernährung sagen kann. Und der zweite Aspekt war natürlich die Entzündung selbst. Wir wissen zwar nicht, was jetzt genau beim Lipödem, ob das inflammatorisch ist oder nicht, aber der Inhalt oder die Konklusion meines Vortrags ist eben, dass wenn es eine Evidenz in Bezug auf die Ernährung gibt, dann ist das eben auch, dass wir antiinflammatorisch arbeiten sollten. Der Vortrag heißt Ernährung und Gewichtsmanagement. Und in den letzten Jahren war eigentlich immer die Adipositas sehr im Vordergrund. Die stellt natürlich auch ein in der Tat schwergewichtiges Problem dar. Da gibt es Zahlen zwischen 50 und über 80% Koinzidenz. Aber erstens verursacht wieder das Lipödem die Adipositas, was viele Patientinnen nicht so glauben, noch verursacht die Adipositas das Lipödem. Und vor allen Dingen korreliert die Volumenzunahme weder mit der die Volumenzunahme korreliert mit der Gewichtszunahme, aber die Beschwerden korrelieren nicht. Beschwerden nehmen zu oder manifestieren sich auch teilweise erstmals im Zeitraum hormoneller Veränderung, auch bei Gewichtszunahme, ja. Auch Stress kann dazu führen, Entschuldigung. Aber es gibt keine Korrelation mit dem Stadium, denn wir haben viele junge, schlanke Patienten mit einem hohen Schmerzscore. Was mir wichtig ist, ist, es geht eben bei der Ernährung nicht nur um das Gewicht und um das Gewichtsmanagement an sich, sondern eine Ernährungsintervention sollte zwei Ziele haben. Natürlich das Übergewicht zu reduzieren, wenn es denn vorhanden ist, aber sie sollte auch der Verbesserung der Symptome und damit der Lebensqualität dienen. Und sie muss natürlich langfristig durchführbar sein, um auch nachhaltige Effekte zu haben. Und deswegen brauchen wir von Seiten der Patientinnen eben auch die Motivation und Bereitschaft, eine langfristige Ernährungsumstellung und gegebenenfalls Lebensstilveränderung mitzutragen und durchzuführen. Ich gehe noch mal kurz auf die alte Leitlinie zurück. Damals hatten wir sehr wenig dazu zu sagen, weil es eben noch weniger Evidenz gab als heute. Was wir gesagt haben, ist, dass man das Übergewicht reduzieren soll, aber dass das eben nicht die ausschließlich lipödembedingte disproportionale Fettvermehrung an den Extremitäten beeinflussen kann. Das ist sicherlich auch richtig. Die Frage stellt sich aber, was ist denn ausschließlich lipödembedingt? Und da habe ich Ihnen ein Fallbeispiel gebracht. Das ist eine Patientin, die 50 Kilo abgenommen hat, aber die eben nicht nur abgenommen hat, sondern die auf bestimmte Weise abgenommen hat und die auch vorher schon eine Insulinresistenz hatte, die beim Lipödem eher seltener der Fall ist, eben nur bei sehr hohen Gewichten, aber 128 Kilogramm und BMI 46,8, da ist natürlich auch eine abdominale Adipositas dabei. Und sie hat halt ihre Umfänge, wie Sie sehen, auf dem Slide drastisch reduziert und sie brauchte danach weder Lymphdrainage noch flach gestrickte Kompression. Hier nochmal die Patientin vorher und nachher. Und da ist jetzt gerade ganz aktuell eine Arbeit rausgekommen aus der Gruppe von Christiana Gordon von dem St. George's Hospital in London. Die haben ihre Patientinnen untersucht und zwar eigentlich in Bezug auf Assoziationen zum Genom oder genetische Untersuchungen. Aber es gibt da ein paar ganz interessante Details, gerade jetzt zur Ernährung. Erstens haben die Patientinnen zwar in 86,7% der Fälle angegeben, dass sie eine disproportionale Reduktion ihres Gewichtes, ihres Volumens hatten, aber nur 7,8% haben angegeben, dass sie eben
dieses Volumen überhaupt nicht reduzieren konnten. Und 5 hatten angegeben, dass sie überall gleichmäßig verloren. Da weiß man vielleicht, ja, gehe ich jetzt mal nicht drauf ein, kann man spekulieren. Und das Zweite, was ich daran interessant finde, eingeschlossen waren Patientinnen mit einem BMI unter 40. Der BMI im Durchschnitt war 33,4 und also immerhin im adipösen Bereich. Aber wenn man sich die Waist-Hip-Ratio angeguckt hat, dann war die eben noch deutlich im normalen Bereich. Was ich jetzt hier nicht reingebracht habe in das Slide, was aber Erich Brenner, als ich ihm die Publikation geschickt hatte, ganz schnell ausgerechnet hatte, in der eben typischen prompten Art, war, dass eben auch die Waist-Height-Ratio bei dieser Population im weitgehend normalen Bereich war. Also es gibt eben auch die schlanken Patientinnen. Was haben wir damals in der Leitlinie noch gesagt? Also es sollte Normalgewicht angestrebt werden, weil eben die Ödemkomponente dadurch positiv beeinflusst werden kann. Und die Indikation ist gegeben, aufgrund also bei einem BMI über 30. Und man sollte auch daran denken, dass viele Patientinnen eine Essstörung haben. Was man sieht an diesen drei Punkten, das vielleicht nicht beim letzten Punkt in Bezug auf die Essstörung ist, dass der Fokus damals ausschließlich auf das Gewicht war und überhaupt nicht auf die Symptome. Hier ist aber eine Patientin, die hatte zwar definitionsgemäß eine Adipositas Grad 1, aber die hatte eine Waist-Height-Ratio von 0,55, was in ihrer Altersgruppe noch normal ist. Sie hatte extreme Schmerzen, die sie mit Ibu 600 behandelte, mehrfach am Tag, aber ohne großen Effekt. Und diese Patientin hat eben unter ketogener Ernährung mit Omega-3-Supplementierung 19 Kilo abgenommen und hatte danach keine Beschwerden mehr, konnte wieder in ihrer Tischtennismannschaft spielen. Also Ernährung tut auch etwas an den Symptomen und das finde ich wichtig. Ich habe diese Daten von mir schon lange veröffentlicht. Ich wiederhole es hier nur ganz kurz nochmal. Wir hatten durch eine solche Ernährung eine Reduktion der Intensität der Beschwerden von 6,5 auf der Skala auf 2 und auch nach über 3,5 Jahren war das noch im Schnitt bei 3, also immer noch eine deutliche Reduktion. Und genauso kann man das auch in den Umfängen sehen, die sich deutlich vermindert haben. Man sieht es besonders deutlich an den ersten beiden Spalten, an den ersten beiden Säulen, weil das der Abstand zwischen den Sprunggelenken ist, der natürlich bei dicken Oberschenkeln deutlich weiter ist und den konnten wir um ungefähr 50% reduzieren. Das nochmal in Zahlen, da gehe ich jetzt drüber hinweg. Und was mir immer wichtig ist, ist, dass die Beschwerdebesserung durch diese Ernährung eben schon nach wenigen Tagen anfängt. Die Patientinnen berichten über eine Verminderung des Schweregefühls, oft auch der Schwellneigung und der Prallheit und erzählen eben, dass das Gewicht unabhängig ist. Also auch wenn sie dann mehr abgenommen haben, dann erzählen sie oft, dass sie dieses Gewicht schon mal vor vielen Jahren hatten, aber dass es ihnen jetzt eben deutlich besser geht. Und wenn sie Lymphdrainage haben, also Lymphtherapeuten vor Ort sind, dann berichten die eben auch oder fragen die Patienten ganz erstaunt nach ein paar Tagen schon, was sie gemacht haben, weil ihr Gewebe sich komplett verändert hat. Also diese Effekte sind nicht oder nicht nur gewichtsabhängig, sondern sind auf die Umstellung der Ernährung und damit des Stoffwechsels zurückzuführen. So, jetzt wollte ich Ihnen heute eigentlich vor allen Dingen was über die neuere Literatur sagen. Und das ist ganz interessant. Ich habe das hier aus PubMed, Timeline sozusagen. 1983 gab es zum Lipödem und zur Ernährung so gut wie gar nichts. Und so blieb es auch ganz lange. Und jetzt hat sich das in den letzten 3 Jahren doch deutlich verändert. Es gibt also in den letzten 3 Jahren 13 Treffer, 5 zur eigentlichen Ernährung. In den anderen wird die Ernährung immer am Rande erwähnt mit ein paar Sätzen, aber 5, da geht es um die eigentliche Ernährung, 4 speziell zur ketogenen Ernährung und 1 zur mediterranen Ernährung. Daneben gibt es noch eine ganze Reihe von anderen, zum Beispiel Fallserien, die nicht PubMed gelistet sind. Und von diesen PubMed gelisteten möchte ich Ihnen jetzt einige vorstellen. Da ist zunächst mal aus der italienischen Gruppe von Di Renzo und Kollegen eine Studie, die untersucht hat,
was die Effekte einer modifizierten mediterranen Diät auf die Körperzusammensetzung ist. Was ist modifiziert? Die Modifikation bestand in einer Kalorienreduktion, also Energiereduktion von 20%, und zusätzlich wurden verschiedene antiinflammatorische Supplements gegeben. Was ich interessant fand und was ich persönlich zum Beispiel nie so machen würde, ist, ganz unten sehen Sie das, dass die Patientin 3 Mahlzeiten plus 2 Zwischenmahlzeiten bekam und insgesamt 40-45% Kohlenhydrate zu sich nahm, 25-30% Proteine und 25-30% Fette. Also diese Häufigkeit der Mahlzeiten würden wir heute nicht mehr empfehlen. Das Ziel war also, die Körperzusammensetzung festzustellen. Und deswegen wurden konsekutive Patientinnen aufgenommen. Und es gab dann 2 Gruppen, Lipödem und Kontroll etwa gleich. Ausschlusskriterien waren Lymphödem oder eben Liposuktion bzw. bariatrische Operation während der Studiendauer, Stillzeit und so weiter. Die Patientinnen wurden streng wöchentlich gemonitort mit Telefoninterviews zu ihrer Ernährung und eben zur Art, wie sie sich ernähren sollten. Was dabei rauskam, war, dass beide ihr Gewicht bzw. im BMI beide Gruppen reduziert haben, aber dass es in der Lipi-Abnahme, dieses Lipi wurde übrigens nicht von den Autoren, sondern von einer Patientengruppe, dieser Name wurde von der Patientengruppe empfohlen, eine Abnahme der Fettmasse in den oberen und unteren Extremitäten und dass die Patientin in der Lipödem-Gruppe eine deutliche Steigerung ihrer Fähigkeit tägliche Aktivitäten zu verrichten erlebten, und in der European Quality of Life Scale Verbesserungen von 8,3 auf 6, irgendwas, ich kann es jetzt gerade nicht lesen, weil meine Kollegen da davor stehen, 6,9 erfuhren. Und bemerkenswert war eben, dass sie diese täglichen Aktivitäten körperlicher Art mit weniger Ermüdung, Schmerz und auch Anxiety verrichten konnten. Also deutliche Besserung der Lebensqualität. Dann gibt es eine aus Brasilien von Alexandre Amato, der sich auch mit Lipödem schon seit vielen Jahren beschäftigt und auch mit der ketogenen Ernährung, eine Fallserie. Dieses Ziel dieser Publikation war zu zeigen, dass eine nicht-chirurgische Therapie, das sagt er als Chirurg, also als Liposuktioneur, des Lipödems möglich ist. Das Ziel war zu zeigen, dass man wieder Mobilität wiedererlangen und erhalten kann und soll und die Verbesserung der objektiven und subjektiven Symptome dokumentiert durch einen Fragebogen. Und natürlich auch eine Verbesserung des psychosozialen Befindens. Es sind nur 5 Patientinnen, trotzdem hat es diese Arbeit in PubMed geschafft. Die hatten das Stadium 1 bis 4. Alle erhielten Lymphdrainage und alle erhielten Empfehlungen zu Bewegung und Anleitung zur antiinflammatorischen Ernährung. Alle waren also auf eine antiinflammatorische Ernährung gesetzt worden. Bei einer Patientin war die gefolgt durch eine ketogene Ernährung. In diesem Fragebogen haben die Patientinnen eine Verbesserung von 35-78% ihrer Lebensqualität erfahren und die Volumenreduktion betrug zwischen 1200 und mehr als 10.000 Milliliter, je nach Ausgangssituation. Also auch hier in dieser Fallserie einmal Reduktion des Volumens und einmal Verbesserung der Lebensqualität. Und ich habe Ihnen jetzt hier das Beispiel von der Patientin mit der ketogenen Ernährung gebracht. Das ist, glaube ich, ganz beeindruckend zu sehen, wie sich das Bild da verbessert hat. Na, hängt jetzt gerade. So.
Eine bahnbrechende Arbeit in diesem Zusammenhang ist die Übersichtsarbeit von Keith und Kollegen in Amerika. Auch Joanna Dudek aus Polen war dabei, die in Medical Hypothesis veröffentlicht wurde, weil es sich eben noch weitgehend um Hypothesen handelt. Sie haben beobachtet, dass durch ketogene Ernährung eine Gewichtsreduktion und eine Verringerung von Fettgewebe in den lipödem-typischen Bereichen erzielt werden kann, aber eben auch eine Schmerzreduktion unabhängig, und das deckt sich ja mit meinen Erfahrungen, unabhängig von Gewichtsverlust und der Verbesserung der Lebensqualität dadurch. Was ich nicht mehr als hypothetisch betrachten würde, da gibt es einfach klare Evidenz dafür, ist die antiinflammatorische Wirkung des Beta-Hydroxybutyrat. Das ist das Hauptketon, das eben im Stoffwechsel auch dann hauptsächlich benutzt wird. Und sie weisen dann noch auf positive Veränderungen hin in Bezug auf die Wechselwirkungen zwischen metabolischen und hormonellen Veränderungen bzw. Einflüssen, insbesondere auf die Wechselwirkungen zwischen Insulin und Estradiol, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Die Hypothesen, die sie aufstellen, sind ganz interessant. Wir haben darüber in der Leitliniengruppe auch oft gesprochen. Sie vermuten, dass die Fettzellen in den Lipödem-betroffenen Arealen möglicherweise deutlich niedrige Insulinspiegel brauchen als Fettzellen in anderen Körperregionen, um eben entweder eine Lipolyse zu machen, also Fett abzubauen, oder eben nicht Lipogenese zu betreiben, sodass es eben systemisch normale Insulinspiegel geben kann, die dann trotzdem zu einer vermehrten Lipogenese in diesen Bereichen führen. Das würde nämlich erklären, warum eben auch nach meiner 14-jährigen Erfahrung diese ketogenen Ernährungen deutlich effektiver sind als alle möglichen anderen Diäten. Dass da darüber hinaus eine ketogene Ernährung natürlich auch Ödem reduzierend wirkt, mag dazu noch eine Rolle spielen und auch eine reduzierte endotheliale Zelldurchlässigkeit ist durch die ketogene Ernährung inzwischen nachgewiesen. Jetzt kommen wir wieder nach Europa. Roberto Cannataro und Kollegen haben eine sehr schwer zu verstehende Arbeit veröffentlicht 2019, dass die ketogene Ernährung das Expressionsprofil von MicroRNA beeinflussen kann, und zwar im Vergleich zwischen adipösen und normalgewichtigen Patienten. Patienten, das war nicht aufs Lipödem bezogen. Und sie stellen eben fest, dass die ketogene Ernährung deshalb effektiver ist als andere Ernährungsformen, weil sie die Inflammation stärker bekämpfen kann. Und das kann sie nach Ansicht der Autoren deshalb, weil sie zu einem vollständigen Fehlen proinflammatorischer Blutzuckerspitzen führt. Dieselbe Gruppe hat 2020 noch einmal jetzt in Bezug auf das Lipödem, Lipidema Nutrition, What's the Link, festgestellt oder postuliert, dass sie eben die ketogene Ernährung antiinflammatorischer ist, und haben das eben noch mal bestätigt, die totale Vermeidung glykämischer Spitzen und die Vermeidung auch von diesen Advanced Glycation End Products, die proinflammatorisch wirken. Zusätzlich sollte nach ihrer Ansicht dann individuell geguckt werden, ob es weitere inflammatorische Stimuli gibt. Das mag bei der einen Patientin eine Glutenintoleranz, eine Laktoseintoleranz, auch eine Dysbiose könnte in Frage kommen. Da gibt es inzwischen auch Spekulationen, Hypothesen, dass die Dysbiose möglicherweise eine Rolle spielt. Und sie haben eben auch empfohlen, bestimmte antiinflammatorische Supplemente zu geben. Dann gibt es eine 22-monatige Studie,
Follow-up eines Management von Lipödem mit ketogener Ernährung über 22 Monate, wieder mit Cannataro, aber auch mit Sandro Michelini, der auch und Alberto Onorato zum Beispiel, die aus den medizinischen Seiten kamen, die anderen waren eher Ökotrophologen. Da geht es um, die haben beschrieben, eine adipöse Lipödem-Patientin, die eine Ernährungsintervention bekam mit einem Kaloriendefizit von 250 Kalorien, also nicht besonders hoch. Auch die wurde mit anti-inflammatorischen Nahrungsergänzungsmitteln zusätzlich versorgt. Sie nahm 41 Kilo ab und hat alle Körperumfänge reduziert, auch der Extremitäten. Und sie hat vor allen Dingen eben auch eine deutliche Schmerzreduktion und deshalb eine bessere Lebensqualität gehabt. Und der Schlusssatz in der Konklusion war dann, dass dieser Fall einen ersten Schritt bedeuten könnte, eine ketogene Ernährung als Ernährungsprotokoll spezifisch fürs Lipödem zu entwickeln. Da muss ich sagen, meine Erfahrung von 14 Jahren habe ich schon ein paar mehr Schritte getan, aber ich habe mich trotzdem sehr darüber gefreut, dass die ketogene Ernährung schmerzreduzierend wirken kann, wussten wir aus Studien, habe ich Ihnen hier drei aufgeschrieben, aber das waren eben keine, das waren Tierexperimente, Tierstudien. Dann gab es jetzt eine zwar ganz kleine, aber doch sehr aussagereiche Studie aus Norwegen. Da wurden adipöse Lipödem-Patientinnen mit einem BMI von 30 bis 45 Kilogramm pro Quadratmeter 7 Wochen auf eine eukalorische ketogene Ernährung gesetzt. Also das Ziel war nicht die Gewichtsreduktion. Sie haben trotzdem abgenommen, im Schnitt 4,6 Kilogramm. Da ist sicher eine ganze Menge Wasserverlust dabei. Und es ist einfach aufgrund der Zusammensetzung der Ernährung natürlich so gewesen, dass das Insulin reduziert wurde und damit die Lipogenese auch reduziert wurde. Und die Hauptaussage war eben, dass der Schmerz nach 7 Wochen einer ketogenen Ernährung deutlich reduziert war, aber wieder auf das Ursprungsniveau zurückkam, wenn die Patientin, was in der Studie der Fall war, danach 6 Wochen auf eine standardisierte oder eine empfohlene norwegische Ernährung gesetzt wurde, die ungefähr einer unserer deutschen DGE-Ernährung entspricht. Obwohl sie den Gewichtsverlust beibehielten, stieg also der Schmerzlevel wieder auf das Ursprungsniveau an. Limitation, sehr kleine Studiengruppe, keine Kontrollgruppe. Und dann gibt es noch eine ganz neue Arbeit, jetzt auch aus 2022, von einer polnischen Gruppe. Da war Andrzej Zuba, unser Kollege aus Wroclaw heißt das, Breslau, dabei. Diese Gruppe hat die Effekte einer ketogenen Ernährung, Low Carb High Fat wird sie hier genannt, verglichen mit denen einer kohlenhydratmäßig Fetternährung mit niedrigem glykämischen Index, und zwar Vergleich auf die Körperzusammensetzung, wieder auf die Fettmasse und die Umfänge. Es waren 91 Patientinnen, 44 im Stadium 1 und 42 im Stadium 2. Sie wurden in 2 Arme aufgeteilt für 16 Wochen, erhielten detaillierte Ernährungspläne mit einem hohen Anteil an antiinflammatorischer Nährstoffe wie ungesättigten Fettsäuren. Sie hatten, je nachdem, wie stark die Adipositas ausgeprägt war, ein Energiedefizit zwischen 15% und 25%. Das wurde genau ausgerechnet. Also es war ernährungsmedizinisch eine sehr stark, also eine ausgesprochen gründlich durchgeführte Studie. Anthropometrische Messungen wurden bei Baseline festgestellt und nach 16 Wochen. Und am Anfang gab es keinen Unterschied zwischen den Gruppen. Und nach 16 Wochen hatten beide wieder deutlich abgenommen. Ihre anthropometrischen Maße waren reduziert. Aber hier war auch die ketogene Ernährung effektiver als die gemäßigte Ernährung in Bezug auf Körperfett, Körpergewicht, Körperfettmasse und Umfänge der unteren Extremität.
Die Disproportion nahm in beiden Gruppen ab. Also sie haben beide ihre Volumina reduziert, aber deutlicher in der ketogenen Gruppe. Und was leider mit den Daten noch nicht publiziert wird, das soll aber folgen, in der ketogenen Gruppe im Gegensatz zur gemäßigten Gruppe kam es zur Abnahme von Schmerzen, Schwellungen, zur Zunahme der Mobilität sowie der subjektiven Verbesserung der Lebensqualität. Und jetzt noch mal ganz kurz, bevor ich zum Ende komme, ein paar Sätze zur bariatrischen Operation. Da gibt es zwei neuere Arbeiten, einmal von Jodek Fink aus Freiburg. Die haben 31 Patienten retrospektiv untersucht und haben festgestellt, dass im Vergleich zu einer Kontrollgruppe mit einem distalen Unterschenkel-Lymphödem, also Unterschenkel-Lymphödem, normalen Oberschenkel, dass die bariatrischen Interventionen die Oberschenkelvolumina bei beiden Gruppen signifikant reduzierte. Also die haben beide natürlich abgenommen und auch ihre Umfänge reduziert, aber es gibt leider keinerlei Aussagen zu den Beschwerden. Es wurde nicht untersucht und das ist natürlich ein großes Manko, denn das ist ja das, was uns interessiert beim Lipödem. Es gibt eine weitere Fallserie von Corneli, Hasenberg und Kollegen. Die haben 13 Patientinnen nachverfolgt, bei denen die Lipödem-Diagnose nach einem Huon-Y-Bypass gestellt wurden. Also die wurden operiert und erst hinterher erhielten sie die Diagnose. Die haben durchschnittlich 50 Kilogramm Gewicht reduziert und keine Verbesserung der lipödem-typischen Beschwerden erfahren, teilweise sogar eine Zunahme. Das kann sicher auch mit der Enttäuschung über den nicht erfolgten Erfolg der Operation in Bezug auf ihre Beschwerden zusammenhängen. Und die Schlussfolgerungen sind, dass bariatrische Chirurgie nur nach Ausschöpfung konservativer Maßnahmen beim BMI über 40 erfolgen sollte und dass die Patientinnen darüber informiert sein sollten, dass möglicherweise ihre Schmerzen bestehen bleiben und eine Lipödem-Behandlung zusätzlich erfolgen sollte. Und da gibt es eben aus dieser Veröffentlichung aus dem St. George's noch einen Fall, den ich deswegen noch kurz reingebracht habe. Das ist eine Patientin, die war eigentlich diagnostiziert mit einem Lymphödem aufgrund ihrer massiven Adipositas, hatte dann auch eine bariatrische Intervention, 50 Kilo verloren und danach wurde eben erst die Diagnose Lipödem gestellt. Und das sieht man hier ja auch noch sehr deutlich und die Beschwerden waren eben auch noch da. Jetzt, was kann man für allgemeine Empfehlungen geben beim Lipödem? Natürlich langfristige Umstellung, Fokus eben auch, oh Gott, da ist ein Druck, ein Schreibfehler dabei. Ich habe das alles noch kurz ins Deutsche übersetzt, deswegen sind da ein paar Fehler, aber Entschuldigung. Der Fokus sollte eben auch auf die metabolischen Wirkungen sein und man könnte eine antiinflammatorische Ernährung dadurch erzielen, dass man eben zum Beispiel intermittierendes Fasten macht, also eben nicht so viele Mahlzeiten, dass man ganz echte Lebensmittel isst, kein Zucker und wenig verarbeitete Kohlenhydrate. So, und jetzt noch ganz kurz, was ist jetzt aus all diesen Studien und Erkenntnissen in unsere neue Leitlinie S2K eingeflossen? Ich bin da eigentlich total überrascht, dass wir da doch so viel mit reinbringen konnten. Das hatte ich vor Beginn der Leitlinienarbeit nicht erwartet. Grundsätzlich allgemeine Empfehlungen, Ernährung und Gewichtsmanagement sollten dazu beitragen, Mobilität und Aktivität zu erhalten und wieder zu erlernen und physisches Wohlbefinden. Die Ziele sollten deshalb in Abhängigkeit von der individuellen Situation der Patientin zum einen die Erreichung und Erhaltung einer gesunden Körperzusammensetzung. Das zielt ab auf weniger Fett, aber gute Muskulatur, aber eben auch auf die Reduktion von Schmerzen und Beschwerden sein. Das ist jetzt anders als in der S1-Leitlinie. Und natürlich soll die Therapie von Übergewicht und Adipositas in das Gesamtkonzept mit einbezogen werden, weil es zu Verschlechterung führen kann. Diese Adipositas-Therapie kann konservativ oder
chirurgisch erfolgen, wobei wichtig ist, dass eben auch nach chirurgischer Therapie die Grundsätze des konservativen Behandlungskonzepts weiter befolgt werden. Und es soll wie immer eine Kombination aus Ernährung, Bewegung und Verhaltenstherapie sein. Und vor allen Dingen, das ist eben ganz wichtig, die Phase der Gewichtsreduktion als auch die langfristige Stabilisierung umfassen. Deshalb sollen die Patienten auch frühzeitig aufgeklärt werden über ihre Diagnose und auch über die ungünstigen Einflüsse der Adipositas und über die Bedeutung einer gesunden Ernährung und eines aktiven Lebensstils. Dann wieder die Kurzfristigkeit vermeiden, das haben wir schon gehabt. Und die Ziele sind eben einmal die Kontrolle des Körpergewichts und die Vermeidung der Volumenzunahme, aber auch die Verringerung der Beschwerden. Und die Patienten sollen auch darüber aufgeklärt werden, dass sie tatsächlich das Beinvolumen durch Gewichtsreduktion reduzieren können. Und dann wäre es schön, wenn die Patienten auch noch erführen, wie bestimmte Ernährungsgewohnheiten sich auf ihren Blutzucker- und Insulinspiegel zum Beispiel auswirken. Und für spezielle Empfehlungen, obwohl es eben nur wenige Fallberichte und kleinere, nicht randomisierte Studien gibt, haben wir aufgenommen, dass eine mediterrane Ernährung aufgrund ihrer antiinflammatorischen Eigenschaften empfohlen werden kann, weil man damit einen Fokus auf die Bekämpfung der Inflammation bringt und ein Bewusstsein für auch diese proinflammatorischen Trigger der Ernährung, die die Patienten dann auch erklärt bekommen sollten. Und eine ketogene Ernährung kann empfohlen werden, also kann, geringster Evidenzgrad, aber kann empfohlen werden, weil sie sowohl gewichtsreduzierende als auch entzündungshemmende Effekte haben kann. Und aus meiner Sicht ist das eben einfach zu kombinieren. Diese beiden Ernährungsformen kann man wunderbar kombinieren und erreicht man eben das Optimum. Und damit bin ich am Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, wunderbar, liebe Gabriele. Vielen Dank für den Vortrag. Viel Literatur. Überraschend viel, muss ich sagen, zu der ketogenen Ernährung und zum Lipidem und zur Entzündungshemmung. Bis jetzt habe ich im Chat noch keine Fragen. Eine Frage muss ich einfach stellen. Wir haben ja eine Gemeinsamkeit zwischen Kompression und ketogener Ernährung, das ist die Entzündungshemmung. Wir haben aber wahrscheinlich auch eine andere Gemeinsamkeit, die Diskussion um die Compliance. Wie sieht es denn da aus? Gibt es Daten dazu, wie compliant denn diese Patientengruppe ist, was Ernährungsumstellung angeht? Dazu gibt es halt keine Daten, weil die Studien, das sind halt Studienpopulationen, da war die Compliance immer sehr gut, weil die Patienten eben auch erstens eine sehr intensive Betreuung hatten und zweitens eben auch eine deutliche Verbesserung. Bei meinen eigenen Patienten kann ich das einfach nur bestätigen. Die einmal den Schritt machen, sind sehr compliant, weil sie eben merken, dass es ihnen besser geht. Das Problem ist, das ist halt nur ein kleiner Ausschnitt aus der Gesamtpopulation dieser Patientin. Wenn man die erstmal hat, dann sind sie sehr motiviert oder man kann sie motivieren. Und dann, wenn man sie motiviert hat, dann sind sie auch compliant. Aber die Motivation der Gesamtpopulation ist das Problem. Ja, es ist wirklich interessant, weil ich glaube, also auch von meinen Patienten kann ich sagen, es ist ein Irrtum zu glauben, dass sie alle nur eine Liposuktion wollen. Das ist gar nicht so. Und viele wollen einfach, dass es besser wird. Und das ist sicher auch ein sehr interessanter Weg. Ja, und das ist eben auch meine Erfahrung. Ich habe halt nicht nur übergewichtige Patientinnen, sondern ich habe viele jüngere, normalgewichtige Patientinnen, denen es eben, die kommen manchmal mit der Frage, habe ich überhaupt ein Lipidem? Und oft haben sie dann schon, weil das im Internet immer als Oberstes kommt, die Adresse von operativen Zentren. Und dann kommen sie eben und wollen wissen oder werden auch teilweise von den operativen Zentren geschickt, um die Diagnose erstmal zu bekommen oder bestätigen zu lassen. Und dann ist es ganz oft so, dass die total motiviert sind, das auf andere Weise zu versuchen. Und meine Strategie ist dann natürlich auch, kein Mensch kann nie wieder ein Stück Kuchen essen. Das ist Quatsch, das ist unrealistisch. Aber die werden dann sozusagen, die kommen darauf, dass sie eben sozusagen eine Routineernährung haben, die ihnen gut tut. Und dann haben sie Ausnahmen und das ist nicht schlimm, weil von der Ausnahme kommt man dann eben wieder zurück und da passiert nicht viel. Eva, du hast noch eine Frage. Ja, vielen Dank, liebe Gabriele, für den schönen Vortrag.
Was würdest du uns denn so in der Praxis empfehlen? Also wir sind ja nicht alle Hobby-Ernährungsmediziner. Auf der anderen Seite haben wir dann eine Patientin, die, und das ist auch das, was ich mitbekomme, dass viele auch gerne was tun möchten, also eben auch Ernährung umstellen oder irgendwie da auch explizit mal nachfragen. Gibt es irgendwie etwas, wo man sagt, okay, man kann so als Light-Version das mal probieren, ja, auch als, sag ich mal, Hausarzt, Allgemeinmediziner, Phlebologe in der Praxis, ohne diesen Background der Ernährungsmedizin zu haben? Oder wäre das etwas, wo man den Patienten dann wirklich zum Ernährungsmediziner überweisen müsste? Und dann ist natürlich immer die Frage, wohin? Genau. Die gibt es ja auch nicht wie Sand am Meer, und manche kennen sich dann damit überhaupt nicht aus, und wenn man sie dann zuweist mit ketogener Diäten, kommen sie letzten Endes eigentlich unverrichteter Dinge wieder zurück. Ja. Und da wäre einfach so meine Frage an dich und an euch, ob ihr da auch von der Leitliniengruppe auch so ein, vielleicht so einen Praxisleitfaden für den Alltag uns zur Hand geben werdet. Also dieser letzte Punkt, da müssen wir nochmal drüber nachdenken, ob das ist ein interessanter Aspekt, ob wir da vielleicht irgendwelche Hilfestellungen geben könnten. Das Problem ist ja nicht nur, dass es nicht so viele Ernährungsmediziner gibt, sondern die meisten haben erstens vom Lipidin keine Ahnung, und zweitens ist die ketogene Ernährung in Deutschland zumindest ja immer noch so ein bisschen eine Außenseitermethode, und von vielen Kollegen wird das immer noch, ich habe das jetzt gerade wieder erfahren, von einer Patientin, die Internistin, war also total dagegen, weil das so eine gefährliche Sache ist. Mhm. Wir sind schon der Meinung, oder ich bin der Meinung, dass es schon sehr sinnvoll wäre, das unter Anleitung zu machen, weil im Internet eben ganz furchtbar viel Falsches steht über diese Ernährung, und gerade eben die Sache mit dem Low Carb, High Fat wird so oft falsch verstanden. Wenn man das, wenn man abnehmen will, kann man sich natürlich nicht fettreich ernähren. Aber dieses Low Carb High Fat heißt eigentlich nur, dass im Verhältnis zueinander die Fette einen höheren Anteil machen, weil sie halt eben auch doppelt so viele Kalorien haben. Das heißt aber nicht, dass man absolut so viel Fett zu sich nehmen soll. Und das Zweite ist eben auch, dass unter einer nicht gut überwachten oder einer in Unkenntnis durchgeführten ketogenen Ernährung eben auch die Elektrolyte ziemlich durcheinander kommen können. Mhm. Es gibt ein paar ganz gute Bücher darüber. Wenn ich das hier darf und das keine Schleichwerbung ist, empfehle ich meinen Patienten immer gerne den Keto-Kompass. Kann man sich einfach merken, Keto-Kompass, der ist von zwei Ökotrophologinnen unter Mitarbeit einer Kollegin von uns verfasst worden. Und der gibt schon mal so einen ganz guten Background sozusagen. Und dann, wenn man dann eben sagt, man schickt die Patientin vielleicht nicht zum Ernährungsmediziner, sondern zur Ernährungsberatung, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass die meisten Ernährungsberaterinnen nach DGE beraten müssen. Das ist kontraproduktiv, aber man kann dann ja mal fragen, ob es welche gibt. Das können die Patienten ja auch machen, die können ja dann auch sich erkundigen. Inzwischen ist das doch deutlich bekannter geworden, was man da machen kann, und dann findet man vielleicht auch jemanden. Ganz kurze letzte Frage, weil wir haben schon eine Viertelstunde Pause und müssen die sowieso verkürzen, die Pause. Aber du, Bias, du hast noch eine kurze, ganz kurzer Kommentar. Die Patienten zum Ernährungsmediziner zu schicken, heißt, sie zu schicken, sie wegzuschicken. Es ist praktisch, man kann das ist keine Option, die ist realistisch nicht durchführbar. Ich denke, was wir machen können, alle die an der Beteiligung, die an der Behandlung des Lipidems beteiligt sind, darüber zu informieren. Denn ich glaube, es gibt viele Patienten, die sich selbst informieren, die das auch schon wissen, und die muss man verstärken. Und mehr kann man, glaube ich, im Moment nicht machen. Man kann nur versuchen, diese Option in unseren Fachkreisen zu verbreiten, aber den Patienten kann man nirgendwo hinschicken damit. Das geht nicht. Gutes Schlusswort. Vielen Dank.